Bürger dieser Welt. We are anonymous. Ihr habt den 20. Oktober 2012 gewählt, um als Stimme der Operation Big Brother weltweit die Menschen über die Gefahr von Überwachungssystemen aufmerksam zu machen, für unsere Freiheit. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Privatsphäre und Rechte in Gefahr sind. Mitten in einer Weltwirtschafts- und sozialen Krise haben wir unsere Aufmerksamkeit auf die Umgebung verloren und vergessen häufig, wie andere Bereiche unsere Grundrechte bedrohen. Wir rufen erneut dich auf, gegen Systeme des Überwachungsstaates zu handeln. Wie du bemerkt hast, die Regierungen unternehmen viele Anstrengungen, Menschen zu markieren und auszuspionieren und dies weltweit zu vernetzen. Sie entwerfen Technologien, die sie dazu nutzen, um herauszufinden, wer du bist, mit wem du was machst, wann und wo du dich aufhältst, sowohl im Internet als auch im wahren Leben. Darüber hinaus handeln Regierungen gegen geltende Datenschutzbestimmungen oder ändern diese passend für sich, um Systeme wie Trapwire und Index zu nutzen. Diese Netzwerküberwachungstechnologien vereinen CCTV-Kameras, staatliche Datenbanken und das Internet, um Menschen zu identifizieren und ein Profil derer zu erstellen, ihrer Familie und ihren Freundeskreis. Regierungen und Lobbyisten wollen uns auch mit Projekten wie Clean IT zum Schweigen bringen. Sie planen die Kontrolle übers Internet mit Deep Packet Inspection Engines, in etwa wie das CAS-System funktioniert. Sie arbeiten mit der Lobby, um deren Interessen in Form von Zensur und Gesetzen wie ACTA, CETA, SOPA, PIPA oder CISPA zu festigen. In den weltweiten Aktionstagen von Anonymous streben wir Operation Big Brother es an, Bevölkerungen zu informieren über Überwachungstechnologien, die zur Kontrolle jedes Einzelnen gedacht sind. Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit, den Regierungen dieser Welt zu zeigen, wer wir sind. Es ist Zeit, dass wir als Menschheit zusammenstehen. Es ist Zeit, ihnen zu zeigen, was Freiheit für uns bedeutet. Wir rufen dich auf, uns beim nächsten weltweiten Aktionstag gegen Überwachung am 8. Dezember zu unterstützen. Ein Weg, dass andere unseren Ruf folgen, ist, sie aufzuwecken und sie zu informieren, um sich uns anzuschließen, indem du Pro-Tipps. Organisiere lokale Demonstrationen, Infostände oder Paperstorms. Organisiere im Vorfeld Paperstorms, verbreite Poster, Flyer und Informationen auf der Straße und im Internet. Fertige Graffitis und Kreidungen in den Straßen an, um auf den Aktionstag aufmerksam zu machen. Beachte bei allen stets auf die eigene Sicherheit zu achten, die deiner Mitmenschen und immer friedlich und freundlich zu bleiben. Findet Wege, um das Interesse der Leute zu wecken, indem ihr kreative und informative Aktionen plant. Zum Beispiel als Santa Anon, um beim Puppestorm den Leuten Informationen zu schenken, unser höchstes Gut. Wenn du Aktionen zum Aktionstag planst, teile diese uns im Pad, das in der Beschreibung verlinkt ist, mit. Regierungen sind dafür da, die Interessen ihrer Bürger zu verteidigen, nicht um diese zu betrügen. Es ist unsere Freiheit und unsere Privatsphäre. Lass uns die Menschheit als eins vereinen. Lasst es die größten Proteste der Weltgeschichte werden. United we stand, divided we fall. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. It's just the beginning.